Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Donkey Kong Country Returns. Beim letzten Mal sind wir in die Blind Level eingestiegen und machen dort jetzt weiter. Vielleicht kommen wir jetzt etwas besser rein. Mal schauen, 3-4 feuchtes Verlies steht als nächstes an. Klingt auf jeden Fall nicht so, als ob wir jetzt plötzlich wieder am Strand liegen würden. Von daher mal gucken. Ich frage mich ja noch, wann hier das Schienen- bzw. Raketenlevel kommen wird. Könnte schon dieses hier sein. Aber ich weiß nicht, ob ein Vermies sich dazu eignen würde. Vermutlich eher nicht so. Ich wollte jetzt eben schon wieder ins Wasser springen, weil ich tatsächlich die Switch-Version von Donkey Kong Country Tropical Freeze auch einmal angetestet habe. Und ja. Da kann man eben im Wasser schwimmen und dann ist es jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, dass wir das hier nicht mehr können. Oh Gott. Das Feuerviech wird uns noch killen. Ich gehe aber alles einsammeln, weil da theoretisch was sein könnte. Okay, wir brauchen ein Fass. Das Digi-Fass haben wir schon versaut. Kommt hier noch ein Fass? Nee. Okay. Ist eigentlich ganz praktisch, weil jetzt wissen wir, dass wir das Digi-Fass einen Moment lang tragen müssen. Bevor wir es einsetzen. Oh, hier ist gar kein Digi-Fass. Okay. Was werfe ich denn da oben gegen? Habe ich noch nicht so ganz kapiert, was man mit diesen Feuerviechern machen kann? Kann man das da irgendwie werfen? Ach, da ist das Digi-Fass. Ja, okay. Das ist sogar ziemlich praktisch. Man darf jetzt nur nicht vom Feuer getroffen werden. Werden wir aber auch nicht. Und da kriegen wir das erste Puzzleteil. Sehr schön. Okay, wir wissen jetzt auch Bescheid, dass wir bis zum K sollten. Wunderbar. Hier ist doch was. Ja, das sehe ich doch. Direkt Puzzleteil Nummer 2. Hier gibt es aber wieder 9. Von daher gar nicht mehr so verwunderlich, dass wir jetzt schon 2 haben. Muss ich jetzt hier ernsthaft... auf jedem dieser blöden Räder jedes dieser Drecksdinger einsammeln, weil ich mir nie sicher sein kann, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Puzzleteil auftaucht. Weil ich halt nicht weiß, ob das was ist, was erst in Tropical Freeze so war. Auf solchen Rädern alles einsammeln. Oder ob es sowas eben hier auch schon gab. Ich gehe da gleich nochmal hin. Das hier unten sieht auffällig aus. Das ist doch direkt Puzzleteil Nummer 3. Jetzt muss ich natürlich nochmal eine ganze Runde fahren. Aber irgendwie schießen dieses Ding immer genauso Feuerkugeln, dass wir nicht getroffen werden. Von daher bin ich dem eigentlich ganz dankbar bis jetzt. Hallo. Und direkt Puzzleteil Nummer 4. Was ist denn hier los? Also, so schlimm ist das mit den neuen Puzzleteilen jetzt auch nicht, wenn man alle 2 Meter eins bekommt. So, da ist ein Fass. Das Fass wird da ja nicht ohne Grund sein. Daher. Hin und runter! So. Okay, direkt Nummer 5. Alles klar. Wenn das Fass uns jetzt 6 geben sollte, dann bin ich überrascht. Was soll ich mit dem Fass? Warum kann ich hier runter? Ich weiß es nicht. Erstmal gucken. Da ist nichts drin. Warum gibt's die, wenn da nichts drin ist? Gibt es hier noch ein Digi-Fass? Das kann ich notfalls auch noch nehmen, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Fass brauchen würde. Okay, wie komme ich da hin? Mit dem Fass hier? Scheinbar. Oh Gott. So. Okay, dann. Vielen Dank. Nächstes Fass. Brauche ich das diesmal?
Man weiß es nicht. Vielleicht ist er auch dafür da, um den Hai zu besiegen, dass der einen nicht nervt. Ja, da ist nämlich direkt das nächste. Oh shit. Aber dieses Fass brauche ich dieses Mal. Nein, nein, nein. Oh Gott, was ist denn? Hier bist du. So, sehr gut. Ich habe direkt zwei Leute getroffen. Das ändern wir auch sicher. Bislang läuft alles sehr gut. Kann ich mich nicht beschweren. Und das G auch. Ich lasse dich. Verzieh dich so. Schon, ja. Auf Nummer sicher gehen und damit haben wir's. Wie viele war das jetzt? Nummer 7? 6, 7? 8? Wo? Wir sind nicht schlecht dabei. Wir könnten direkt alles bekommen. Weil für so einen Puzzleteil ist immer ärgerlich, wenn man dafür einen ganzen Squawks verschwenden muss. Da muss ich jetzt aufpassen hier. Oh, was bist du denn für ein Monster? Okay, ich fahre mal ganz hoch. Oben wird hier irgendwo was sein, oder nicht? Nicht? Okay, habe ich wohl doch ein Puzzleteil verpasst. Juhu. Hm. Ist da rechts noch irgendwo was? Nee. Na gut, dann habe ich wohl doch ein Puzzleteil verpasst. Na gut. Sowas darf man einfach nicht sagen. Es wäre ärgerlich, wenn ich jetzt nur ein einziges Puzzleteil des Box benutzen würde. Deswegen muss ich jetzt besonders gut aufpassen. Oh Mist, da ist das Ziel. Okay, das ist schon 3,6. Das heißt erstmal 3,5. Bissige Bärchen. Keine Bären, sondern Beeren. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt. Bei Bären wüsste ich wirklich, was mich erwartet. Bei Beeren eher nicht so. Wir hatten, wie gesagt, bislang noch kein Bahnlevel und noch kein Raketenlevel. Und da es bei beiden gleich am Anfang immer ein Bonuslevel gab, könnte es das hier sein. Och nö, warum denn schon wieder? Ach, ich hasse euch alle. Alles hier oben einsammeln, damit ich bloß nicht nochmal hoch muss. Oh shit. Keine Zeit dafür. Und das war's. Das ist unfassbar hart. Wie soll ich das denn machen? Hä? Das Timing war jetzt aber enger als sonst, oder? Mann. Ist das die Beere, die uns hier angreifen wird? Es gibt hier ein Didi. Hier sind die auf jeden Fall überall. Ja, die werden uns gleich angreifen. Eine riesige Anzahl. Okay, oder so. Ich dachte jetzt gleich, werden wir irgendwie verfolgt oder irgendwie sowas. Genau das wollte ich machen. Ich wollte die Beere wegpusten. Genau das war das Ziel. Was mache ich mit dir? Ah, das mache ich mit dir. Oh, ich hasse dich. Okay, wunderbar. Hau ab. Hau ab. Das
wird kein einfaches Level. Aber ich muss darauf achten, dass ich diese Viecher da im Hintergrund kaputt machen kann. Das auch wenn es keine Viecher sind, sondern Statuen oder sonst irgendwas. Okay, haben wir nochmal einen Versuch für das Ding da. Diesmal ohne Delir wird es bestimmt besser klappen. Das sieht hier ein bisschen besser aussieht als eben. Ich darf jetzt nur den Sprung hier nicht verkacken, ja. Puh. Okay, das haben wir erstmal sicher. Es sei denn, ich verbrauche jetzt alle unsere Ballons in diesem Level. 7 Stück gibt's hier. Das werde ich definitiv auch nochmal machen müssen. Weil die Bären hier ein bisschen sehr aggressiv sind. Mach auf! Uns in eure Gemächer. So, hier springen die raus, naja. So, dass da nichts ist, wissen wir jetzt. Die Statue können wir nicht runterräumen, aber da ist was. Echt nur Drecksmünzen? Ach, komm schon. Drin. Nope. Ja, gut, dass ich bin zu, aber es zählt für mich jetzt nichts. Läuft ein bisschen besser als eben noch. Aber meine Mini ist schon tot. Gibt es direkt das nächste? Diddy von Kass. Mag dich nicht. Das da oben ist definitiv optional. Also, hoch da. Lass mich da hoch. Die Zeit wird eng. Das war etwas eng mit der letzten Banane, da musste ich mich ein bisschen konzentrieren. Habe ich was verpasst? Wir sind ziemlich weit hinten rausgekommen. Aber habe ich nicht. Oh Gott, ich wollte auf dich drauf springen. Wie komme ich an das Klo? Weg. Warum drehst du dich um? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Als ob ich das schaffe. Hä? Also ganz ehrlich, das schaffe ich niemals. Wie soll ich denn an das O rankommen? Zumindest haben wir die ganzen Puzzleteile hier. Wie soll ich denn an das O rankommen? Habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt keine Idee. Also die einzige Idee, die ich hatte, war so, wie ich es eben gemacht habe, aber das ist ja ein unfassbar harter Sprung dann. Eher für ein Puzzleteil gedacht, dass man so einen harten Sprung machen muss, aber jetzt ja nicht für einen KNG-Buchstaben. Eigentlich muss das irgendwie anders gehen. Aber da mir gerade keine andere Idee kommt, muss ich es nur noch mal so probieren. Ernsthaft? Diddy ist jetzt weg? Oh, das hatten wir schon mal, die Situation, ne? Mann, die Situation hatten wir schon mal. Dass man
wenn man das Digi-Fass in der Hand hat und man dabei Digi verliert, dass man dann auch das Fass verliert und quasi gleich drei Herzen statt einem verliert. Wenigstens wissen, wie ich dieses Spiel bekommen kann. Alter, ist das hart. Okay. Also so mega hart ist es nicht, aber für einen KONG-Buchstaben war es auf jeden Fall bislang der schwerste. Und ich weiß nicht, warum er nicht einfach anhalten kann. Das ist in Tropical Freeze auch ein bisschen einfacher. Der hält Donkey Kong an, wenn man landet und läuft nicht noch ein Stück weiter. Das ist ein bisschen Luigi-Feeling hier. Wenn man Mario 2D-Jump'n'Runs mit Luigi spielt, dann rutscht der auch immer noch so ein bisschen. Im Vergleich zu Tropical Freeze fühlt sich Returns ein bisschen so an, finde ich. Fast. Ist mir egal, da vorne kriege ich eh einen neuen Diddy. Boah! Halt doch einfach an! Weg! Ich weiß es nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Okay, jetzt nochmal den Scheiß. Okay. Ganz weit nach rechts, ganz weit nach rechts. Kann ich mir ein bisschen was erlauben? So. Sieht sehr auffällig aus. Da kann man noch rein. Okay. Da ist endlich der Checkpoint. Damit können wir uns den ganzen Kram jetzt hier mal sparen, den wir bis hierhin schon gemacht haben. Die alle da hinten mal loswerden, bitte? Okay. Ach, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich an die Banane rankomme, ist mir egal. Ist da was Interessantes drin? Wie weicht man dem denn aus? Ich meine, ich muss ja ewig warten, bis die losgehen. Dauert ja ewig, bis die loslegen. Boah. Sieht irgendwie auffällig aus hier. Hier scheint echt nichts zu sein. Okay. Da ist auch nichts. Die scheint sie grundsätzlich gar nicht zu geben. So gut. K.O.N. haben wir schon. Das wird jetzt aber scheiße mit dem Boosten. Das reicht natürlich nicht. Oh shit. Komm näher, komm näher, komm näher. Das reicht. Hoffe ich. Gut ist auch. Diddy, du bist jetzt wichtig. Ist mich nur hoch genug? Yes! Okay, jetzt weg hier. Boah. Ich mag das Level nicht. Oh Gott, ich mag das Level nicht. Muss ich euch alle benichten? Okay, Kampfraum. Nein! Unnötige Gegentreffer, nicht gut. Nicht gut. Ach komm.
komm her jetzt. Was ist das? Unten? Oh nee. Ich speichere noch kurz auf. Hier jetzt. Ein Puzzleteil. Es fehlt eins. Das werden wir wohl aber auch nicht mehr bekommen. Wir haben schon KONG. Hier wird das Ziel kommen. Hier ist das Ziel. Das leuchtet hier schon so. Also, warte kurz. Blätter haben wir so weggemacht, oder? Oder auch nicht. Dann doch pusten. Natürlich haben wir wieder genau ein Puzzleteil verpasst. Wenn ich immer genau ein Puzzleteil verpasse, das kann doch nicht wahr sein. Ja, immerhin haben wir das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft. Nämlich die zweite Hälfte von dieser Welt. Auch wenn ich jedes Level nochmal aufs Screen alleine nochmal spielen kann. Wegen diesem einen blöden Puzzleteil. 3-6 Wackeltempel. Auf geht's. Das muss jetzt aber eigentlich das Loren- bzw. Raketenlevel sein. Weil sonst hätten wir in dieser Welt gar keins. Aber da ich hier ein Rambi-Symbol sehe, gibt es hier keins. Oder das K-Level ist eins. Habe ich jetzt zwar überhaupt keinen Bock drauf, aber das wäre durchaus möglich. Dass das K-Level ein solches Level ist. Und wir aus dem Grund gar noch nichts zu haben. Okay, gibt's die nicht ohne Grund? Da vorne gleich Rambi kommen. Okay. Da ist er doch. Okay, da wäre erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Und allein das muss man schon wegen dem K machen. Das ist auch wieder ein sehr schwer versteckter Buchstabe. Kennt man von Buchstaben eigentlich, dass die versteckt sind? Haben wir schon den zweiten von nur 5 Puzzleteilen? Schon so früh? Vielleicht schauen wir uns diesen Part dann doch noch den Boss an, wenn es wirklich so schnell gehen sollte, dieses Level hier. Machen wir erstmal alles fleißig hier kaputt. Dann gab es hier auch noch nichts, was uns irgendwie Schaden machen konnte. Oh shit! Jetzt verstehe ich die Schwierigkeit. Levels, alles klar. Wir haben soeben die Schwierigkeit gefunden. Yippee-yay. Ich hätte sie auch gerne nicht gefunden. Wäre jetzt kein großes Ding gewesen. Wir müssen nur wegen dem K zurück. Das ist hier vorne gleich. Der Rest bleibt gespeichert. Also weiter vorwärts. Wir müssen bestimmt auch nochmal durch so einen Ring springen, um ein Puzzleteil zu bekommen. Wetten, wie auch immer. Drüben geht es definitiv auch weiter, hier geht es aber auch definitiv runter. Nein, bitte nicht schon wieder. Okay, es ist das Trampolin. Das ist hier deutlich angenehmer. Kommst du wohl her? So, das ist schon mal 3 von 5. Vielleicht hätte es da noch keinen Puzzleteil gegeben. Ansonsten hätten wir jetzt schon 4 von 5. Weit sind wir noch gar nicht. Ich habe jetzt aber einen ganz schönen Abschnitt übersprungen da. Gehen wir nicht davon aus, dass wir jetzt einen Buchstaben oder einen Puzzleteil übersehen haben. Ja, da kann ich jetzt ja eigentlich nichts für, dass ich jetzt hier bin.
Ja, hier haben wir schon 4 von 5. Beim Puzzleteilen wird es scheinbar nicht scheitern. Zu sein. Hm. Alles absuchen. Soweit so gut. Nochmal ein Checkpoint. Also sollte jetzt vermutlich auch das letzte Puzzleteil kommen. Hintergrund ist immer noch diese Achterbahn zu sehen. So wirklich drauf waren wir auch noch nicht so wirklich. Irgendwo hier muss doch das verkackte Puzzleteil sein. Kann nicht so ewig keins kommen. Jetzt habe ich mich so auf den Dreckshintergrund konzentriert. Ja, ist ja gut. Wir wissen, dass hier vorne keins kam. Shit, ich hab jetzt ja gar nicht Diddy. Nein! Oh Gott, ich wollte die ganze Zeit schweben. Vorsicht. Hier. Hier, alles gesammelt. Wunderbar. Tja, dann reicht es tatsächlich noch für den Boss. War nun tatsächlich ein sehr kurzes Level. Und es wirkt alles so, als wenn das K-Level jetzt tatsächlich ein Raketen- oder ein ja, Loren-Level sein muss. Da wir ansonsten ja wirklich alles... Ja, ansonsten hier keins hätten und das wäre das erstmal ein bisschen komisch. Schiebestampfer hört sich aber nicht so an. Hm. Gibt es hier nicht in jeder Welt einen Raketen- und Loren-Level? Ich meine, wir hatten in Welt 1 hatten wir einen Loren-Level und in Welt 2 hatten wir einen Raketen-Level. Und eigentlich war es zumindest in Tropical Freeze auch so, dass es sich immer abgewechselt hat. Oder war das so? Ich glaube, es gab sogar ab und zu mal beides in einer Welt. Aber immer mindestens eins. Naja, schauen wir uns den Boss an. Das scheint so eine Art Phönix da im Hintergrund zu sein. Aber der muss noch schlüpfen. Na, Phönix. Das ist ein irres Huhn. Nennen wir es irres Huhn. Phönix wäre ein bisschen übertrieben. Ah, die kann ich werfen. Oh, das hat sogar getroffen. Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich könnte noch mehrere Bomben nehmen, aber das ist mir nicht so risikoreich. Okay, dann muss ich mich wohl eher ducken, statt drauf zu springen. Oh shit! Ja, I see. Nicht gut. Besser. Ach komm schon! Ich musste springen wegen dem scheiß Feuer. Ach, leck mich am Arsch. Ja toll, jetzt riecht den Drecksherz. Boah, jetzt auch nicht mehr. Wie viele Treffer hält der hinaus? Ich dachte jetzt 3 für Phase 2 oder so. Jetzt habt ihr gerade Phase 2 entdeckt. Was bist du? Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Oh, es ging ja. War voll einfach. War es das komplett?
das? Echt? Okay, zu früh geschlagen. Also ein mega leichter Boss. Ich hatte keine Ahnung, wer der ist. Der war komplett blind und ich habe ihn mit dem First Try geschafft. Oh, eigentlich ohne Probleme, obwohl ich mich ein paar Mal dumm angestellt habe. Also der war echt simpel. Dann starten wir im nächsten Part mit dem K-Level von Welt 3 und gehen direkt in Welt 4. Wenn wir die geschafft hätten, wieder geschafft haben, dann haben wir die Halbzeit erreicht. Und die sieht Höhle. Ich sehe da schon einige Schienen im Hintergrund. Vielleicht haben wir dafür dann zwei Loren-Level, also im nächsten Level, man weiß es nicht. Mir wurde in den Kommentaren schon gesagt, dass Welt 4 und Welt 8 Ballonfresser sein sollen. Also Welten, in denen ich relativ oft sterben werde, relativ schnell und relativ oft sterben werde. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich was mit Loren zu tun hat. Weil bei Loren ist halt ein Fehler sofort tot und nicht, man hat vier Herzen oder so. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es aus dem Grund halt schon Welt 4, also ich habe mich halt gewundert, warum Welt 4 und Welt 8 aufgezeichnet wurden und Welt 5, 6, 7 dann wohl plötzlich wieder leichter werden als 4. Aber ich glaube nicht, dass sie leichter werden, sondern wahrscheinlich stirbt man einfach nicht so schnell, weil man eben nicht bei einem kleinen Fehler sofort tot ist. Deswegen könnte es natürlich sein, dass wir deswegen hier kein Loren-Level oder sonstiges hätten, weil die nächste Welt vielleicht eine Loren-Welt wird. Oder zumindest mehrere Loren-Abschnitte haben könnte. Wir sehen es dann auf jeden Fall. Müssen wir uns erstmal gucken, wie wir in 3K so abschneiden. Vielleicht sind wir im nächsten Part noch gar nicht in Welt 4. Mal sehen, wie wir durchkommen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Thank you.